Ich glaube nicht, dass einer von unseren Leuten kommt. Ja. Das Schlimmste daran ist, es Sam zu erklären. Tja, was soll ich sagen? Die zwei haben sich gesucht und gefunden. Was machst du? Ich überprüfe, wie viel Essen wir jetzt noch haben. Verstehe. Und wie sieht es mit den Dosen Pfirsichen aus? Hat Henry dich geschickt? Nein. Warum soll Henry mich schicken? Damit er sicher ist, dass ich keine Scheiße baue. Ich finde, wir haben uns gut geschlagen. Und ganz besonders du. Ist alles okay? Ja, ist alles okay. Okay. Tja, dann gute Nacht. Warum hast du nie Angst? Wo hast du das denn her? Dann sag mir, wovor. Mal sehen. Skorpione sind gruselig. Allein zu sein? Ich habe Angst davor, allein zu leben. Was ist mit dir? Die Dinger da draußen. Was, wenn die Menschen noch da drin sind? Wenn sie gefangen sind, ohne Kontrolle über den Körper. Ich habe Angst, dass mir das passiert. Okay. Zuerst mal, wir sind ein Team. Wir helfen uns gegenseitig. Und zweitens, sehen sie vielleicht noch wie Menschen aus, aber niemand steckt mehr in ihnen drin. Mein Bruder sagt immer, dass sie gegangen sind. Zu ihren Familien. Wie im Himmel. Glaubst du, das stimmt? Tja, ich weiß auch nicht so genau. Ich meine, ich würde es gern glauben. Du tust es aber nicht. Nicht wirklich. Ja, ich auch nicht. Oh, jetzt hätte ich es beinahe vergessen. Ich hab ja noch was. Da. Wenn er nichts davon weiß, nimmt er ihn dir nicht weg. Okay, ich bin müde. Wir sehen uns morgen. Riecht gut. Guten Morgen. Wo ist Sam? Ich lasse ihn erst mal ausschlafen. Naja, wenn du ihn vermisst, kannst du ihn ja aufwecken. Okay. Sam? Sam! Was ist los? Oh shit, der verwandelt sich! Das ist mein kleiner Bruder! Scheiß drauf! Hey, Ellie, bist du okay? Oh mein Gott. Sam. Oh nein. Sam. Henry. Ellie, bleib da. Henry. Henry, was hast du getan? Du gibst mir jetzt deine Waffe, okay? Oh, okay, okay, ruhig. Das ist deine Schuld. Niemand ist daran schuld, Henry. Das ist alles deine Schuld. Henry! Henry, nicht!
Dann sind wir bald in Jackson City, ja? Es sind nur noch ein paar Meilen. Freust du dich auf deinen Bruder? Ich will einfach ankommen. Aufgeregt? Ich weiß nicht, was ich fühle. Ach so, das ist ein Baumstamm. Ich glaube, das ist ein Hirsch oder so. Bin ich dumm. Tja, so viel dazu. Wir folgen dem Fluss, dann kommen wir direkt zu Tommy. Ja, komm. Runterspringen, oder wie? Ajo. Was ist zwischen euch vorgefallen? Was meinst du? Du und Tommy. Ihr habt euch getrennt, also nicht. Wir hatten ein paar Unstimmigkeiten, mehr nicht. Oh, wusste ich doch. Worum ging es dabei? Tommy hat seine Meinung, ich habe eine andere. Und darum war er bei den Fireflies. Ja, deine Marlene versprach ihm Hoffnung. Das hat ihm zunächst genügt, aber wie er so ist, hatte er bald genug davon. Wie war es jetzt bei eurem letzten Treffen? Ich glaube, seine letzten Worte waren, ich will deine verdammte Fresse nie wiedersehen. Puh. Und der soll uns helfen? Das werden wir wohl bald rausfinden. Tja, ob mit oder ohne ihn, wir schaffen das. Gehen wir weiter. Und zuerst müssen wir... Ellie, ich glaube, hier ist noch einer von diesen Comics, die du immer liest. Cool, das lese ich später. Okay, da sind wir gleich da. Dann schauen wir, ob uns der Bruder noch leiden kann. Wow, was ist das? Was du siehst, ist ein altes Wasserkraftwerk. Es nutzt die Strömung des Flusses und macht daraus Elektrizität. Wie macht es das? Ich weiß, was es ist. Ich weiß nicht, wie es das macht. Okay. Wie kommen wir darüber? So, für das können wir auch die Messer brauchen, okay. Stefan. Ja. Einfach aufbrechen. Alles mit voll. Okay. Bomben bauen wieder. Medikit bauen. Und glücklich sein. Ups, verdrückt. Na, hallo. Tja, das war die Hälfte. Wenn wir das andere hochkriegen, kommen wir rüber. Das gefällt mir aber gar nicht. Können wir da schwimmen? Nicht, dass uns die Strömung mitreißt und dann sind wir weg vom Fenster, ne? Okay, da können wir rein. Ich hole nochmal wieder Luft. So. Und jetzt. Woher da? Okay, Ellie, du musst jetzt... Ich weiß. Steig auf die scheiß Palette. Ja, genau. Spring. Warte mal.
Aber wohin? Ah, da. Und ich gehe schon mal rüber. Beziehungsweise ich war hinten noch gar nicht tauchen. Dass da nichts mehr ist. Echt komisch. Mysteriös. Schau, sie war auch schon so brav und hat das umgetan da. Hey, sei vorsichtig da drauf. Na klar. Nein, ich springe jetzt runter. Teamwork. Yeah. Ich hätte auch nicht abklatschen können. Dann wäre es sicher persönlich beleidigt gewesen. Ja. Oberhalber. Messer. Kannst du wieder mitnehmen? Ich weiß, hab ich auch. Ich muss ja alles hier hinten noch bleiben. Noch ein Stück weiter und dann besorgen wir was zu essen. Wenn ich so Hunger, ist das deine Schuld? Okay, das ist der gleiche Weg. Außenrum geht's nicht. Wir müssen durch die Fabrik. Was ist denn das? Sniper-Pistole? Okay, das ist ein Magnum. El Diablo. Ha, cool. Die werde ich aber nicht ausrüsten dabei. Da werde ich das dann noch nehmen. So. Ich muss aufs Klo. Ja nicht, die Waffe zu ziehen. Pistole weg, sofort. Ich bin gleich wieder da, aber die Karo spielt. Ellie, tu, was die Dame sagt. Okay. Ihr habt euch verirrt? Wir wussten nicht, dass hier jemand ist. Wir wollten hier einfach nur durch. Und wohin? Wir sind okay. Was, du kennst die beiden? Ihn kenne ich. Das ist mein verdammter Bruder. Tommy? Oh Mann, scheiße. Wie geht's dir, kleiner Bruder? Verdammt. Lass dich mal ansehen. Du bist scheiß alt geworden. Wart's ab, das blüht dir auch noch. Das ist Maria. Sei lieber nett zu ihr. Sie ist sowas wie die Chefin hier. Ma'am, danke, dass mein Kopf noch dran ist. Wäre ja auch peinlich, den eigenen Schwager abzuknallen. Tja, irgendwann erwischt es uns eben alle, hm? Huh?